Herzlich willkommen, liebe Facebook-Gemeinde der Mitteldeutschen Zeitung. Wir sind hier im Nordbad in Halle und bereiten uns auf den Sprung meines Lebens vor am 30.06. hier in diesem Bad. Neben mir steht der Box-Weltmeister, Ex-Box-Weltmeister Graziano Rocky Gianni, der hier als Stargast an der Stelle am 30.06. runterspringt. Und heute, just in dem Moment, beginnen wir mit dem ersten offiziellen Training. Rocky, wie gefällt dir das Bad? Ist es ein gutes Bad? Werde ich sehen, wenn ich gesprungen bin. Naja, Stichwort das Springen. Also wir machen das wie folgt, wir nehmen ein bisschen Wasser. Bist du überhaupt schon mal gesprungen? Ja. Oft, sehr oft früher. Sehr oft. Da können wir ja Salto mit allem, aber ob ich mit heute noch kann. Genau, da können wir gleich mehrere Sprünge überspringen. Wir können sagen, so, wir gehen auf einen Meter und wir fangen an mit dem Körper vorwärts. Okay. Ich würde ganz kurz demonstrieren und danach bist du dran. Alles klar. Wir nehmen erstmal Wasser. Ja. Geht tut los hier. Ja, bitte nehmen ab. So, jetzt bist du auf Brettspitze vor. Arme nach oben. Und dann. Ich spitze immer. Nix, kein Spritzer. Jetzt bist du dran. Das ist schon geschmeidig, wie du vorläufst. Jawohl. Arme hoch. Und nach vorn. Jawohl. Dieses hat dich gespritzt. War fast spritzerlos. Boah, das ist aber ganz schön hartes Wasser. Da. Das ist schon die leichte Gehirnerschütterung. Also eins ist auf jeden Fall klar. Rocky ist auch nicht mehr der Jüngste wie ich. Er sieht natürlich nicht so aus. Er sieht aus in einer absoluten Topform. Aber willst du die Veranstaltung noch miterleben? Oder was? So, eins ist klar. Er macht den Körper aus der Kalten im allerersten Sprung von einem Meter. Da haben andere Kandidaten, oh, die sind noch gar nicht dahin gekommen. Und das machst du gleich beim ersten Mal. Das zeigt sein Talent. Wir wollen an der Stelle jetzt weiter trainieren und wir schauen, wie hoch wir am Ende kommen. Guck mal da oben. Ja. Da oben ist das Ziel. Über uns ist dann nur der Himmel. Also bis dorthin am 30.06. im Nordbad.